eigene Spiele ergänzen. Nö. Da bin ich wieder da. Da bin ich wieder da. Was habe ich nicht von Kram? Da bin ich wieder. Hab halt nur kurz Aufnahme gestellt, damit ich die Parts hab. Und du scheinst der Leader zu sein, weil hier sonst kein Weg mehr ist. Das willst du. Nur für die Arbeit, das gibt für dich keine Gnade. Für dich gibt's keine Gnade, du Bisser. Bedenke, ich bin 10 bis 12 Jahre und hab 3 von euch schon kaputt geklatscht. Und du bist Nummer 4. Kleines Trivia-Fact. Nach einer Zeitspanne von etwa 7 Jahren ist die elektrische Kapazität der im Spiel befindlichen für das Speichern des Spielstandes verantwortlichen Batterien erschöpft, sodass sämtliche Spieldaten verloren gehen und ein weiteres Speichern trotz neuen Spielstandes nicht mehr möglich ist. Zwar kann die Batterie auch ersetzt werden, dennoch rehabilitiert dies nicht den alten Spielstand. Da Fug. Fuck, Bruder, vergiss es. Naja, der hält das schon aus. Rüber oder selber? Cool. Was? Was in Soul Silver und Heart Gold erwähnt wird, aber in Gold, Silber und Kristall leider nicht erwähnt wird. Hm? Giovanni hat einen Sohn. Der war Giovanni nochmal. Der 8. Arena-Leiter aus den Grundeditionen. Der Chef von Team Rocket. Ah. Der Sohn ist nämlich niemand anderes als Icely, unser kleiner Freund. The fuck? Klarin. Hallo. Klarin. Dem Rocket. Ja, dem Rücken geht's besser. Wie denn? Erklär mir das, du bist in den Brunnen gefallen. Denn Rücken hat so geschmerzt, dass du dich nicht bewegen konntest. Da muss irgendwas gebrochen gewesen sein oder so. Wie kann es sein, dass es dir jetzt schon wieder besser geht, dass du hierher latschen kannst? Magie. Ja, Magie. Wo ist der Zauberspruch gewesen? Hokus Pokus fick die Nuss. Ja, und jetzt... Danke. Muss ich nochmal mit ihm reden oder kann ich jetzt in die Arena direkt? Du kannst jetzt in die Arena. Danke, aber erstmal gehst du im Pokécenter vorbei. Fudos Vergiftung heim. Was schickt man uns jetzt? Nichts Wichtiges. Danke. Ich hab nichts anderes zu tun. Ja, ich mach grad kurz gar nichts. Ernsthaft, weißt du, was ich an den neueren Editionen auch beschissen finde? Oh? Es gibt keine vernünftigen Arena-Rätsel. Ach. In den neueren Versionen sind die alle scheiße. Was? Seit wann gibt's Doppelkampf? Ach, ist kein Doppelkampf. Ich dachte gerade schon. Es gäbe hier Doppelkämpfe. Sehr effektiv, denke ich auch. Du hast mir gerade Level 19 ermöglicht. Da 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 da. Nein, ich lasse das Pokémon nicht wechseln. Es gibt eigentlich nur einen Grund, warum ich jetzt die Arena mache und ich nicht laut Kartaufteilung sein müsste. Ray ist in die Arena macht, weil es doof ist, wenn immer nur einer alle Arenen klatscht. Ich will auch mal was vom Kuchen abhaben. Ach, war das die Arena, wo die Tüste am Ende rumheult, dass er verloren hat oder was? Ja, das ist die Idee, ja, wenn er schon mal rumholt. Hast du noch interessantes Trick jetzt zufällig gefunden? Bisher nicht. Schade. Ich klatsch gerade einen Raupi kaputt. Tschüss.
Aber ernsthaft. In den neueren Versionen sind die Arena-Rätsel für den Arsch. Deshalb, da gibt es keine vernünftigen Rätsel. Um ehrlich zu sagen, gibt es da eigentlich gar keine Rätsel. Weil die entweder so offensichtlich sind, dass es jeder Noob hinbekommt, oder... Ich bin ein ordentlicher, ich klatsch alle Creeps kaputt. Der labert das von ausgewachsenen Pokémon. Ich bin Snapgut. Naja, das ist Käfer. Ausgewachsenes Pokémon. Paras ist nie im Leben eine volle Entwicklung, oder sehe ich da was falsch? Ausgewachsen heißt nicht voll entwickelt. Ja, ist ein Lach wieder. Auf jeden Fall, das ist tot. So, noch ein Creep, die Arena-Leiterin. Ja, keine Pokémon. Da! Das ist einfach nur so Flavor-Wap und keine Story-Relevanz da. Hallo, Noob, der drei Pokémon hat, die meinen, sie könnten was gegen meine ausrichten, aber mit einem Insta. Das ist ein Witz, oder? Weißt du, der einzige Witz sind diese komischen Kumpel da von Dennis. Guck ich mir gleich. Wir machen mal gleich kurz eine Aufnahmepause, ey. Das feier ich so, ey. Ich sag dir was, ich bin bald mit der Aufnahme fertig. Ich bin im letzten Kampf vor der Leiterin. Hallo, Bibor. Tschüss. Kannst auch die halbe Stunde noch voll machen für den Part. Ja, stimmt auch wieder. Furu ist Level 20. Ja, ich kann ein bisschen ja das, den Level-Ausgleich herstellen. Der Fudo hat jetzt ordentliches Power-Leveling in dieser Arena. Ja, sonst muss ich die anderen wieder offscreen weiter leveln. Ja, ich werde dann die anderen vorziehen und alle dann auf das Level wie Fudo heben nach der Arena. Fudo erhält wieder XP. Fudo ist am Ende dieser Arena nicht 21, da der Arena-Leiterin viel oder der Arena-Leiter viel zu schnell drauf geht. Aber so ob er schnell drauf geht, ändert nichts an den EP, die Fudo bekommt. Denkst du, die haben irgendein vernünftiges Level? Hallo! Ja, ein vernünftiges Level. Hallo Kai, was hast du? Ein Dafcon Level 14. Du bist 6 Level drüber, ich hab Effektivität. Geht drauf. Ja, da kommt gleich noch ein nettes Pokémon. Ich hoffe. Weißt du, was mir an Arenen eher auf den Sack ging? In Pokémon Schwarz, diese komische Donner-Arena da. Die ging mir auf den Piss. Die hat nämlich alle das ein und selbe Pokémon dabei. Ach, hallo, Sichuan Level 16. Warum callen die mich? Ich bin in Aufnahme. Die glauben, dass ich dann rangehe. Wow, die haben einen Angriff über... Wow, Volltreffer, ich dachte schon, das würde dann ordentlich stellen. Sichlo hat eine verdammt hohe Volltrefferquote, verglichen mit anderen. Wie hoch ist die? Naja, grundsätzlich liegt sie irgendwie bei 20%, Sichlo hat aber 5% zusätzlich etwa. Da fuhr sie schon eine Viertelprozent... Wow, doch ein Level auf, hab ich nicht erwartet. Das Sichlo hat eine... Volltrefferquote von 35%? Das kommt ja fast an eine Crit-Rate von Vagonica ran. Hey, geiles Trivia-Wissen gerade. In der ersten Folge der ersten Staffel und der ersten Folge der neuen Staffel Schwarz und Weiß, Best Witches, heißt es in der deutschen und englischen Fassung, dass Ash 10 Jahre alt sei. In der englischen Fassung des Vorfilms Pikachu und Pichu, des dritten Kinofilms, Pokémon 3 im Bande Inkognito, heißt es aber, als Ash eine Feier für Pikachu gibt, wie folgt. Ash. Don't you know what today is, Pikachu? This is the day we first met. The day we first became friends. I think that's pretty special, don't you? Demnach
müsste Ash in Pikachu und Pichu 11 Jahre alt sein, als er in der ersten Staffel an seiner ersten Pokémon-Liga teilnahm. Hieß es, er habe ein Jahr für seine Reise durch Kanto gebraucht. Da er in der ersten Folge der Originalserie 10 Jahre alt war, müsste er demnach am Ende der ersten Staffel bereits 11 Jahre alt gewesen sein. Demzufolge müsste er in Pikachu und Pichu ja schon 12 gewesen sein, mindestens. Unlogisch. Oh ja, ich hab die Arena geklatscht. Deine Pokémon können Zerschneider außerhalb des Kampfes sind. Yeah! Wo kriegen wir den her? Übrigens, Ash hat bereits 45 legendäre Pokémon gesehen. Und zwar alle, bis auf Kyurem und Keldeo. Stimmt nicht. Genesect hat er nicht gesehen und Meloetta hat er auch noch nicht gesehen. Kleine Frage, wo kriege ich den Schneider her? Der Schneider bekommst du erst im Steineichenwald links. Ich habe die Arena nämlich gerade geklatscht und hab noch 19 Minuten. Muss ich da jetzt nicht sowieso hin? Da musst du jetzt hin, ja. Ja, aber ich mache jetzt gleich meine Aufnahmepause und komm mal die ganze Skype-Nachricht. Das ist voll getextet wie Hölle, ey. Ja, jetzt ist vorbeikommen, wie das. Da sind wir wieder. Ich guck irgendwie immer nach, ob es wirklich aufnimmt, weil ich keine FPS habe, die mir das anzeigt. So. Aufnahme läuft wieder und jetzt, da ich sowieso nach links weiter muss, werde ich das tun. Aber vorher Teamänderung. Pudu hat jetzt mal eine lange Pause. Hier ist hocken überall Fleckmon rum. Ach, hi! Ist es wahr, dass Team Rocket zurückgekehrt ist? Was? Du hast sie geschlagen? Ha! Oh. Du machst keine Witze? Dann lass uns sehen, wie gut du bist. Ja, ich lach dich zu Brei. 10 gegen Eichley. Das zweite Duell inzwischen mit einem Nebulak. Was ist das her? Es gab keine Geist-Pokémon in dieser Gegend. Oder habe ich das verpasst? Hast du nachgedacht, wo er herkommt? Er kam von rechts. Er kam nicht von links, er kam von rechts. Ja, einfach nur, weil er schneller war als du. Der ist so schnell, der ist schon einmal um die Welt gerannt und kann sich selbst am Hinterkopf fassen. Scheiße, ich schlafe. Besser du, Ben. Ich hab aber auch nur einen Aufwecker. Scheiße. Ich überlege, ob es sich lohnt, den zu benutzen. Ich versuche einfach das normale Donnerschock. Wow. Ich mach den mal Schaden. Oh, das war ein Volltreffer, macht nur 5 Schaden. Schlecker ist eine scheiß Attacke. Ey, das Schlecker ist scheiße, es sind wieder nur drei Schaden! Junge, bedenkst du mal, was für ein scheiß Level dein Gegner hat? Ja, er ist 12, du bist 16! Komm, noch ein Level ab, dann kannst du bleiben, dann passt. Und jetzt wäre es wach, scheiß Ding, ich will nicht den Aufwecker verwenden. Wie lange hält Schlaf normalerweise? Bis zu 5 Runden eigentlich. Dann müsste es gleich soweit sein. So, werd wach! Das ist jetzt die 5. Runde. Ist aufgewacht! Donnerschock! Donnerschock erinnert mich irgendwie an mein... Onitz! Paralyse! Hilft dir nichts mehr, bist tot! Donnerschock erinnert mich irgendwie an Dragonica. Ich hab was ähnliches, funktioniert nur nicht bei Bossen. Lorblatt, ich... Du denkst, du hast meinen Trumpf, ich hab deinen Trumpf übertrumpft, du Loser. Windstoß!
Und das ist, warum man in der ersten Arena kein Pflanzen-Pokémon dabei hat. Und deshalb ist weshalb es nicht ratsam ist, dieses Pflanzen-Pokémon zu nehmen als Start, wenn man in der ersten Arena geliefert ist. Die einzige Sache, die ich an Schwarz, eine der wenigen Sachen, die an Schwarz wirklich gut sind, war so oder so in der ersten Arena geliefert mit dem Starter. Ja, ich wechsle. Raven braucht wieder EXP. Hallo Zubat. Was nur Level 14 ist, jetzt kommt ein Level 16. Jetzt kommt Raven, der Level 16 ist. Donnershock. Instant Kill. Ja, mein Trupp ist besser wie deiner. Du sagst, du hast Schwache und du willst das Schwache auslöschen. Dann spring doch von der Klippe, wenn du das Schwache auslöschen willst. Du bist schwach. Das geht auch für Team Rocket. Team Rocket ist stärker wie du. Ein Schwächling wie du ist nicht mehr als eine Ablenkung. Du bist der Schwächling. Ich hab dich gerade geowned und das ein, zwei Pokémon nach ansatzweise tot war. Und du sagst, ich sei der Schwächling. Ich hab eine Waffe gegen dein Lorblatt. Hallo Noob. Das lohnt sich ja nicht mal gegen es anzutreten. Eigentlich. Warum benutze ich Donnershock? Nicht sehr effektiv, killt aber das Pokémon fast komplett. Erklär mir das. Eine Attacke, die nicht sehr effektiv ist, schlachtet fast das Pokémon ab. Tschüss. 50 EP, okay, es lohnt sich noch anzutreten. Hallo Zubat, du kriegst aber einen Donnershock in die Fresse. Donnershock. Tschüss. Die Attacke ist sehr effektiv. Zubat ist niedergegangen. Noch ein random Pokémon auf der Straße. Oh, du sagst mir... Ah, ich krieg zu... Warte mal. Ach, die Nummer. Ich erinnere mich. Ja, Porenta ist abgehauen. Es ist ja unheimlich. Wir sollen suchen gehen. Wir gehen suchen. Ich erinnere mich nämlich. Ich hatte ja bis zu einem bestimmten Punkt... Das ist das verschollene Pokémon. Porenta Quark rennt weg. Ich erinnere mich, sie war ein schönes Puzzle eigentlich. Porenta Quark, wie ging das nochmal? Ich muss es, glaube ich, von hinten angucken. Ich überlege gerade, wie das nochmal ging. Porenta? Du musst ihm einfach nur von der richtigen Seite mal anquatschen, sonst nix. Welche Seite war es nochmal? Boah, kommt doch mal auf die Situation an. Also, ich soll einfach nicht abhauen können, oder was? Es muss irgendwann wieder bei seinem Chef landen. Ach so, verstehe. Ich erinnere mich nämlich im Remake, also zu Silberhard Gold, war es nämlich so, dass er sich noch von hinten anlabern musste. Level 17. Oh. Okay, wenn ich es von unten hier labere, rennt sie in die andere Richtung. Es sind immer in die Richtung, die ich ihn frei lasse. Wenn es vorne angelabert wird, geht es nur um. Wenn ich es von oben anlabere, wird es wieder nach unten gehen. Dann wird es von rechts anlabern, dann wird es von links gehen. Und dann trifft es von uns. Ernsthaft, das lohnt sich nicht, gegen so einen Move anzutreten. Abhauen. So, und jetzt labere ich es von oben an und dann wird es nach unten rennen. Und dann labere ich es. Ja, von
Nee, da muss ich von links rechts anlabern, weil es sonst unten an der Wand hängt. So, und jetzt gehst du da lang, nach links, bitte. Warum gehst du hoch? Oh, Pokéball. Belebert! Okay, warum ist das Provenza jetzt hochgegangen? Bin ich jetzt falsch in den Das sind die Rätsel, die mir schon eher gefallen. Ernsthaft, Rätsel, Arena-Rätsel aus Schwarz-Weiß. Was schlechter wie das hier. Das ist nicht meine Arena. Ja, ich glaube nicht, gegen Level 5 antreten. So, jetzt glaube ich, ist einfach wieder von Joman. Jetzt rennst du nach unten, perfekt. Pokémon-Kampf! Ja, der mich nicht interessiert, das heißt, den gerade meine Level 5 ist und es sind kaum XP drauf, ich kann es dir zeigen. Du brauchst mir das nicht zeigen, Mann, ich weiß das. Warum? Wie viel Zeit ist eigentlich schon draufgegangen? Guck ich mal nach, wenn ich das Porenta zurückgebracht habe. Wenn so ein Rätsel will ich mich mittendrin abbrechen, um abzugucken. Rennen! Der Fuke ist gegen die Wand erst geknallt, lol. Ja, das ist immer so. Ich hätte einen Schutz kaufen sollen, als ich hier rein bin. Mann, was für Ärzte. Und ja, wir nehmen gerade sehr, sehr viel am Stück auf. Das ist jetzt schon der vierte Part, der am Aufnehmen ist. Fünfte. Ja, ist der fünfte Part. Und wir sind noch lang fertig. Ja, aber wir eilen schon relativ flott voran. Ja. Wow, vielen Dank auch. Das Pokémon von meinem Boss. Du hast ihn nicht. Da ich kein Ohrenbesitz. Warum gibt dir dein Boss und diese Pokémon zum Aufpassen? Oh, dann muss ich mit dem Boss reden, damit er mich verstanden hat. Ah, mein Porenta, du hast es für uns gefunden, Kleiner. Wir können ohne es nicht den Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen und Holzkohle finden. Danke, Kleiner. Wie kann ich dir danken? Ah, genau, nimm dies. Jan erhält. Ja, schön erhält, Frau Emmerich. Warum habe ich Jan gesagt? Sie steckt von einzelnen Items der TM-Tasse. Die Frau Emmerich hält es leider. Bring sie einem Pokémon bei, um kleine Streifen zu zerschneiden. Du benötigst noch den Ohren aus der Arena von der Thalia City, um sie einzusetzen. Heißt das, wir hätten hier sogar vorher hingekommen? Theoretisch hättest du vorher hingekonnt, ja. Nur hattest du Zerschneider nicht. Übrigens, du kannst dir noch Holzkohle abholen jetzt. Wo? Du gehst zurück zu dem Typen da, bei dem Jungen da eigentlich. Der müsste jetzt Holzkohle geben. Wow, vielen Dank auch. Nein, er gibt immer gut, noch. Gut, dann geh nochmal in die Stadt zurück. Und ins Haus ganz unten rechts. Da sitzt der Typ wieder und diesmal gibt er dir eine Holzkohle. Was bringt ihn nochmal? Versteckt Feuerattacken. Geil, also eins für mich. Ja, Mann. Haben will. Jemen. Das wird was für mich. So, ich hatte jetzt verpasst, wie viel Zeit du gerade noch hattest. Vielleicht 7 Minuten. Also ich mache jetzt noch ein paar Nebentasks. Wer den hier? Gut, dann weiß ich ja schon... Ah, okay, Moment, ich überlege gerade, wann wir dann Evoli bekommen. Ja, stimmt. Bin erhält Holzkohle! Mit Evoli, aka Saki, werde ich dann, also dem Evoli, was wir so bekommen, werde ich dann offscreen erstmal eine Runde Breeding betreiben, weil ich es unbedingt als Weibchen haben möchte. Ja. Und ja. Dann werde ich auch offscreen trainieren. Ja. Bis zur Entwicklung, die ihr dann wieder live miterleben werdet. Ich suche gerade den Pokémon-Markt, denn ernsthaft, ich habe keine Lust, in den Kämpfe zu raten. Mit Level 5 Pokémon. Ich habe aber gar keinen Schutz, oder? Wollte ich gerade nach.
ein Glück haben wir die Karte gekriegt. Doch. Die haben Schutz, tatsächlich. Yay, Kompa. Vier Reichen. Wir haben ja nicht so viel Geld. Aber eigentlich haben wir heute... Nur reicht, bis wir auf dem Steineichenwald drauf sind. Danach sind die Pokémon vernünftig. Wow. Aber ernsthaft, ich bin so froh, dass wir die Heuskolosur gekriegt haben. Denn 10.000 Poké-Dollar! Ist schon nicht wenig, jo. Und ja, ich sehe jetzt die ganze Zeit unten noch die Uhr, weil ich zu faul bin, sie auszuschalten. Schutz. Okay. Schindset, Schutz ein. Hast du schon irgendwie einen Zerschneider beigebracht? Nein, das war ich gleich, wenn ich hier oben stehe. Na, dann musst du aber deinen Schutz erstmal auslaufen lassen. Hab ich jetzt. Unseren Main-Pokémon kriegst du gewiss keinen Zerschneider bei. Das heißt, du musst dich den Schutz auslaufen lassen und dann irgendein New-Pokémon fangen. Der einzige, der Zerschneider lernen könnte, wäre Dan. Dan kriegt keinen. Na, dann musst renn du ich. Zum Beispiel einen Myrapter oder einen Paras fangen. Ja, ich habe jetzt fast vorwärts benutzt und ich benutze jetzt weiter. Bis ein Zubat. Kann das auch lernen? Nein. Nein? Nein. Na dann. Ja, ich benutze jetzt viel fast vorwärts, bis wir ein Pokémon haben, wo ihn erlernen kann. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht mit einem Tackle. Warte mal, ist nicht Donner uneffektiv gegen die? Käferpflanze, also ja. Danke. Dann benutze ich Donnerstock. Weil durch mein hohes Level habe ich Angst, das zu schlachten. Und jetzt schmeißt du einen Ball auf die Fresse. Pokéball. Ja, Pokédex. Nein, kriegt keinen Spitznamen. Ich hab keinen. Ah, das ist doch nicht wertvoll genug für einen Spitznamen. Beute. Oh, da war's. Der Schneider, okay. Ja, jetzt ist Schneider. Der Schneider ein Pokémon beibringen? Ja. Gut aufpassen, ne? Nicht, dass du es irgendwie falschen beibringst. Paracelens, der Schneider. Darf ich die ganze Zeit sozusagen Mitläufer spielen. Bis, ja, wir hier fertig sind. Bis wir halt keinen Zerschneider brauchen. Was ja auch ziemlich schnell wieder passiert ist. Bis? Ja, nach dem Wald ist Zerschneider schon wieder für die nächsten paar Stellen nutzlos. Der da unten gibt seinem Kopfnuss eine Attacke, die wir für unsere Pokémon nicht brauchen. Na dann. Und ja, ich benutze jetzt das Vorwort, weil der Wald ist eh langweilig und den wollt ihr eh nicht sehen. Ist doch nur nachvollziehbar, dass man da ein bisschen fast forwardet. Ja, wir sind da. In einer Gegend, wo die Gegner hoffentlich vernünftig sind. Fangen wir doch gleich an. Der letzte Trainerkampf, bevor ich abgebe. Da ihr seht, die Zeit ist schon fortgeschritten. Vier Pokémon. Zählt Ratzfatz in den Kampf. Ratzfatz ist Level 7. Wir sehen uns. Ja, ich mach fast vorwärts. Zählt euch auf. Ist aber bei so einem Trainer, ne? So ein Billig-Scheiß, ne? Mit solchen Low-Level-Pokémon noch. Kein Wunder. Und, jetzt und ja, was ganz klar ist, muss ich ganz ehrlich sagen, vor der dritten Arena werde ich eine starke Level-Session einbauen. Also weil, ja, die Arena hat's schon in sich. Mir ist sogar eben Raven fast verreckt, deshalb hat ich's auf Dane geschaltet und ja, es ist gut gelaufen. So, jetzt bin ich hier meine Aufnahme und gebe dann wieder an Raven rüber, der dann weiter zocken wird. Was? Wieder laufen zocken? Wie geht's? Na dann, guck mal, du musst wieder spielen. Ich mach jetzt mal Schluss.